Hallo, da bin ich wieder mit einem kleinen Do-it-yourself für euch. Ich wollte mal gucken, ob ich in nächster Zeit es mal schaffe, ein paar kleinere Videos einfach zu machen, damit ich mal endlich wieder dabei bleibe. Und da dachte ich mir, ich mache euch ein kleines Mini-Tutorial, wie ihr hier diese süßen kleinen Pompons alle selber machen könnt. Die eignen sich halt schon mal süß für auf ein Geschenk zu machen, so drauf zu kleben. Oder was ich mir auch ganz toll vorstellen könnte, wenn die weiß wären, dass ihr die vielleicht so wie Schneeflocken um Weihnachtskranz machen könnt. Und ja, jetzt geht's dann einfach mal los. Ich zeige euch, was ihr braucht. Ihr braucht eigentlich nur eine Gabel, eine Schere und etwas Wolle. Dann schneidet ihr euch zuallererst ein kleines Stück ab, legt das hier mitten in die Gabel. So. Dann nehmt ihr das Garn und wickelt es schätzungsweise 30 Mal herum um die Gabel. Und das machen wir jetzt im Schnelldurchlauf. Also ich habe es jetzt doch dann 40 Mal gemacht. Dann wird der Pompon was flauschiger. Und dann müsst ihr hier einen Knoten machen. Und der muss relativ stramm sein, natürlich nicht so stark, dass der Faden reißt, aber relativ stramm, dass die Pompomfäden nachher sich nicht auflösen können. So, und dann schneiden wir das noch so ein bisschen ab. Dann müssen wir das noch von der Gabel runterholen wieder. Das schneiden wir auch noch ein bisschen kürzer. Und dann müssen wir nur noch die Schlaufen aufschneiden. Ah. So, und jetzt kommt noch der lustige Teil. Also erstmal könnt ihr noch überprüfen, ob ihr alle Schlaufen aufgeschnitten habt. Ich glaube, da habe ich noch was verpasst. So, der Seite auch noch mal kurz gucken. Ein paar Schläufchen. So, und dann das Lustige an der ganzen Sache ist, ihr müsst den einfach nur so ein bisschen in der Hand rumrollen. Hoppalalala. Dann nimmt er schon so ein bisschen seine Form an. Und wenn da noch so ein paar Enden sind, die etwas länger sind, dann müssen wir den Pompon einfach nur zum Friseur schicken. Und den ein bisschen schön rund schneiden. Und zwischendurch dann auch immer wieder mal sowas rollen. Und ich könnte mir halt auch gut vorstellen, wenn man die in bunten Farben macht, so wie ich das hier gemacht habe, dann kann man die auch super an eine Schnur hängen und dann so eine kleine Girlande ins Fenster hängen. Oder wie gesagt, halt auch mal, wenn die weiß wären, auch so ein Adventskranz, so als Schneebällchen. Ja, und so sieht er doch schon ganz putzig aus, unser Pompon. Und dann kann ich ihn zu seinen Freunden tun. Und dann sieht's so aus. Ich hoffe, euch hat diese Art von Tutorial gefallen. Wenn ihr nochmal so kleine Do-it-yourself sehen wollt, dann sagt mir doch bitte Bescheid. Und dann werde ich mich im Internet auf die Suche begeben und so kleine Sachen, die mich dann inspirieren, euch vielleicht dann auch mal zeigen. Macht's gut, tschüss! Reinmachen und so fest ihr ziehen, wie ihr könnt, weil der Knoten, der muss richtig fest sein. Oh, jetzt ist es kaputt gegangen. Scheiße. Ja, jetzt ist er hier auseinandergegangen, so ein Scheiß.